Sehr geehrter Professor Gallas, Sie sind ja quasi der wissenschaftliche und organisatorische Träger dieses Projektes. Wodurch unterscheidet es sich von anderen einschlägigen Projekten oder gibt es hier überhaupt etwas, was mit Ihrem Projekt kompetitiv ist? Ein ganz vergleichbares Projekt wie dieses gibt es nicht. Es gibt natürlich unter Tage Anlagen verschiedener Art und Weisen. Beispielsweise, wenn Sie an die Colorado School of Mines gehen, dann werden Sie sehen, die haben eine vergleichsweise kleine Mine mit kleinen Bergbaustollen, wo sie ihre Studenten auch ausbilden. Wir sind aber doch einen erheblichen Schritt weitergegangen, weil wir Großtunnels gebaut haben, eben Semmering-Querschnitt, Autobahntunnel-Querschnitte, wie sie in Österreich üblich sind, lange und kurze, von der Ausrüstung her. Das gibt es weltweit, darf ich behaupten, nirgends. Herr Professor, wenn man so ein Forschungsprojekt beantragt, muss man ja nicht nur den Nachweis erbringen, dass man es organisatorisch schafft, wie es so schön heißt, da ist ja kein Zweifel, dass es wissenschaftlich anspruchsvoll ist, das ist glaube ich auch kein Zweifel. Welche Möglichkeiten einer volkswirtschaftlichen Nützlichkeit sehen Sie? Das heißt, wie kann sich das hier auch, ich sage es mal sagen, für den österreichischen Steuerzahler, für die Volkswirtschaft in Euronen niederschlagen? Naja, ich sehe das so, dass die Bevölkerung mit einem solchen Projekt das erste Mal die Möglichkeit bekommt, in Tunnelanlagen jeder einzelne Österreicher sozusagen sich erkundig zu machen, wie geht es mir, wenn es in einem Tunnel unsicher werden würde. Das sehe ich schon als volkswirtschaftlichen Nutzen, weil wenn Sie heute mit der Bahn unterwegs sind, mit dem Auto unterwegs sind und wir sehr viele Untertagebauwerke schon haben und das werden noch deutlich mehr werden, dann ist es doch ein sicheres Gefühl, wenn ich es mir mal anschauen konnte, wie reagiere ich, wenn es denn dann wirklich zu einem Unfall käme. Das kann man vielleicht jetzt in Euros nicht ganz ausdrücken, aber sozusagen dem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, es sich hier anzuschauen und einmal zu trainieren. Im Unfallfall verhalte ich mich dann so oder so. Das könnte man dann auch versuchen, in Euros auszudrücken, was ist denn das? Das heißt, im Sinne dessen, dass es ein vorbeugender Brandschutz ist? Genau. Die zweite Möglichkeit, sehen Sie Möglichkeiten, dass auch heimische Firmen hier andocken, an ihrer Erfahrung partizipieren und damit vielleicht Produkte, Services oder was auch immer, vielleicht auch welche, die man sich heute noch gar nicht vorstellen kann, damit natürlich entwickeln können. Also wir sind sicherlich ab dem Zeitpunkt, wo wir das fertiggestellt haben, das ist ja wie ein Universitätsgebäude, offen für die gesamte Industrie, die hier gute Ideen hat. Wir würden uns sogar sehr freuen, wenn wir hier auf wissenschaftlichem Niveau mit der Industrie zusammen etwas entwickeln könnten. Das heißt, ich darf ich vielleicht noch einmal sagen, wo erreicht man Sie? Man erreicht mich an der Montanuniversität Leoben, entweder am Department Zentrum am Berg oder am Lehrstuhl für Tunnelbau. Professor, herzlich danke. Dankeschön.